Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist hier das Bild. Willkommen bei TV Total, der letzten Sendung vor morgen. Ja? Ja, Sie wissen, morgen geht's um die Wurst. Schluss mit lustig. Und alle wichtigen Informationen, die Sie heute noch bekommen können, bekommen Sie natürlich bei uns. Wir haben eine tolle neue Nominierung heute. Wir haben die Abstimmung zum Rap der Woche heute, weil morgen gibt's auf die Omme. Und dann bei uns zu Gast heute, ja, eine junge Frau, ja, Frau, also sagen wir mal, eine Gästin. Im Motorsport würde man sagen, ein Umbausatz, ja? Aus dem Girls Camp, meine Damen und Herren, Lea aus dem Girls Camp heute bei uns zu Gast. Und musikalisch, Everlast, auch heute bei uns, gerade. Everlast, gerade ein Oscar, wie heißt es bei der Musik, ein Grammy bekommen, zusammen mit Santana. Heute spielt er bei uns live, meine Damen und Herren. Und heute übrigens, Lothar Matthäus wird 40 Jahre alt. Ist das was? Ja? Ich hatte auch gedacht, er ist schon seit 50 Jahren Profi. Nein, er wird aber 40 heute, meine Damen und Herren. Und wir sagen hier, von uns aus nach München schicken wir Happy Birthday, Lothar. Ja? Und jetzt wird Lothar wahrscheinlich da sitzen und sagen, wie, hab ich doch schon alle. Lothar, Happy Birthday, nicht Happy Hippos. Happy Birthday zum Geburtstag. So, und Sie wissen ja, er ist mit Maren Müller-Wohlfahrt zusammen. Und finde ich eigentlich ganz, ja, ist eigentlich nachzuvollziehen in dem Alter, wenn man sich eine Arzttochter nimmt, oder? Ja, und dann einen kleinen Nachtrag zum UEFA-Cup-Spiel Kaiserslautern gegen Eindhoven. Da ist ja leider etwas vorgefallen, ein bisschen Randale in der Fankurve. Und danach hat sich Andi Brehme, der Trainer von Kaiserslautern, zu den Vorfällen geäußert. Schauen Sie bitte, was er gesagt hat. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, was da vorgefallen ist, das tut mir auch leid für Eindhoven. Weil er ist eine sehr nette Mannschaft und auch ein sehr netter Trainer, wo wir uns auch lange mit unterhalten haben, auch gestern, dass wir eine Gemeinschaft machen, dass wir öfters auch mal Freundschaftsspiele gegeneinander machen, gerade weil das ja immer heißt, die deutsch-holländische Feindschaft, und das müssen wir ein bisschen aufleben lassen. Tja, da an die Bremen, meine Damen und Herren. Natürlich, lieber Andi Brehme, da sind wir doch dabei. Ich liebe Deutschland. Ja, kleiner politischer Beitrag zu der momentanen politischen Diskussion von uns. Ja. Und ja, Sie wissen, die alte Feindschaft besteht auch bei, gibt es bei Andi Brehme auch eine sehr alte Feindschaft, nämlich die zwischen Hirn und Zunge. Ja.
Und wir machen jetzt schon ein kleines bisschen Werbung, heute ein bisschen früher als sonst. Danach geht's richtig los, hier, meine Damen und Herren. Denn danach sehen Sie bei uns das hier. Und zwar aus dem Girls Camp, Lea bei uns zu Gast. Dann sehen Sie Statements zu meinem Boxkampf von vielen prominenten Leuten. Everlast ist bei uns und Sie sehen ein Relikt, ja, meinen ersten Boxkampf. Ja, ist schon was her. Schauen Sie mal da. Ja, das sehen Sie hier. Ja, haben wir noch mal ausgegraben, damit Sie wissen, wie meine Karriere angefangen hat, wenn sie morgen endet. Ja, also bleiben Sie dran. Bis nach der Werbung. Da sind wir wieder zurück bei TV Total. Ja. Morgen ist es soweit und ich bin bereit zu nehmen. Ja? Also nicht, dass Sie jetzt denken, ich mache da nach der ersten Runde irgendwie Handtuch werfen oder so, sondern ich ziehe durch. Und ich habe ja gestern von Kai Böcking, falls Sie es gesehen haben, diese Kassette bekommen mit den härtesten Boxkämpfen der Welt. Ich habe die mir heute Nacht noch angeguckt und ja, ich habe ein bisschen unruhig geschlafen, nachdem ich die Szenen gesehen hatte. Und ich habe Ihnen daraus mal, ich wollte Ihnen das nicht vorenthalten, die Schönheit, die ganze Schönheit dieses Sports mal hier vorzuführen. Ich habe Ihnen die besten Ausschnitte mal zusammengestellt. Schauen Sie sich mal an, mit welcher Eleganz es hier morgen wahrscheinlich auch zugehen wird. Da. Pass auf, da. Oh. Pass auf, jetzt versucht er aufzustehen. Und das war's. Oder hier. Die Mütze vom Kopf gedonnert. Anthony Wuchty. Das ist ein Da. Die absolute Frustration des Iron Mike Tyson. Tja, meine Damen und Herren. Schockiert, was? Ja, bin doch keine Memme. Ja, meine Damen und Herren, dann, Sie erinnern sich vielleicht, gestern hatten wir Ihnen hier Ausschnitte gezeigt von der Pressekonferenz, die wir gestern gegeben hatten mit Regina Halmich und mir. Und da war auch unser Showpraktikant Elton, der hat eine Frage gestellt. Das haben wir gestern auch kurz gezeigt, was uns aber gar nicht erst aufgefallen ist, nämlich uns erst heute aufgefallen ist, meine Damen und Herren. Wenn Sie mal genau drauf achten, da saßen ja einige Journalisten, ja, und wenn Sie hinter Elton mal vorbeigucken, ja, in diesem Ausschnitt, da sitzt ein Journalist, ja, der popelt ungefähr 2 Minuten lang. Und wir möchten wissen, wer das ist. Schauen Sie mal bitte. Da hinten, pass mal auf. So, erstmal da. So, jetzt im Kleinen, im anderen Loch. So, jetzt wird es langweilig gleich. So, nochmal. Na. Jetzt sind 2 Fingern direkt. Ja. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie diesen Mann erkannt haben, ja, verpetzen Sie ihn bei uns. Wir möchten gerne wissen, für welche Zeitung der Mann arbeitet. Was machst du da, Joe? Die Schreiner brauchen die Maße, Stefan. Die Schreiner brauchen die Maße? Ja, für morgen. Die Schreiner brauchen die Maße für morgen? Ja, ich mach nur meinen Job. Verpiss dich. Bisschen, hier im Team sind alle depressiv. Weißt du? Die glauben alle, sie haben keinen Job mehr ab morgen. Und dann haben wir was Interessantes gesehen im Frühstücksfernsehen bei Sat.1. Unser Lieblingsspiel, Superball, das kennen Sie. Und die junge Frau hatte schon die Vorrunde gewonnen, ja? Und kriegt dafür einen Preis. Und jetzt achten Sie mal ganz genau, hören Sie mal hin.
Marina, wir wissen, dass Sie schon was gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch. Sie bekommen dieses Mobiltelefon von Hagenuck, das Homehandy Topaz. Immer noch drahtlos, immer noch unheimlich praktisch. Viel Spaß damit und herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ich habe auch im Moment kein Telefon, kann ich gut gebrauchen. Das hören wir. Was? Sie hat momentan gar kein Telefon. Spiritistische Sitzung, meine Damen und Herren. Hoffentlich kommt das Telefon schnell an bei ihr, dann kann das Spiel endlich losgehen. Und dann habe ich was Tolles gesehen beim Kochduell, bei Vox. Sie wissen, die Kandidaten müssen da so Gerichte zaubern und müssen diesen Gerichten dann besonders fantasievolle Namen geben. Schauen Sie mal genau, was hier passiert. Asiatisches Ensemble. Asiatisches Ensemble. Kunterbunte Mischung von der Titanic. Bitte! Ja! Ja, kannten Sie noch nicht, kunterbunte Muschi? Meine Damen, wenn Ihnen das bekannt vorkommt, schnellstens zum Arzt, ja? Und dann beim Familienduell ist ein Kandidat, kommt ins Finale und schauen Sie sich bitte mal seine erstaunlichen Antworten an. Nennen Sie etwas, das Sie mit einem Lappen verbinden. Fensterputz. Einen englischen Frauennamen. Lilly. Ein Tier, das in Albträumen vorkommt. Löwe. Ein Reisgericht. Risotto. Nudelauflauf. Super, oder? Ein Reisgericht. Nudelauflauf. Ja? Gut, da ist Ihnen wohl in der Aufregung kunterbunte Muschi nicht eingefallen. Ja, die Top-Antwort war übrigens Bratkartoffeln. Ja? So, meine Damen und Herren, und dann gibt es bei Sat.1 auch eine Quizshow. Und da haben wir eine junge Frau gesehen, eine sehr fröhliche junge Frau, eine sehr fröhliche und kluge Kandidatin. Bitte schauen Sie mal. In welcher TV-Straße wohnt Mutter Beimer? In der Lindenstraße. Das ist richtig. Ja. Ja, da habe ich jetzt erstmal denken Sie jetzt wahrscheinlich hier, okay, die hat sich vor der Sendung noch einen kleinen Joint reingepfiffen. Gut, aber Moment, geht ja weiter. Passen Sie auf jetzt. Puh, das weiß ich zum Glück. Das ist die Nummer 2, das ist die Sony PlayStation. Haben Sie eine? Mein Freund hat eine, ja. Ich spiele damit nicht so, ich bin da ziemlich ungeschickt. Schön. Ja, jetzt denken Sie wahrscheinlich schon, meine Damen und Herren, so klein war der Joint gar nicht. Ja. Aber Moment, geht ja noch weiter, passen Sie auf jetzt. Dann setz mal 7000, 1000 als Trostcluster behalte ich mir lieber mal. Schön, okay. Ja. Wäre eine tolle Nachrichtensprecherin, oder? Ölpreis in Brasilien. Ja. So, geht jetzt weiter. Pass auf. Jetzt wird's interessant, ja? Denn jetzt scheint sich das Blatt kurz zu wenden. Pass mal auf. Der Tukan, sagten Sie, ist ein Vogel. Ja. Das ist richtig. Er ist auch ein Spechtvogel. Ja. Und er ist auch als Pfefferfresser bekannt. Und er lebt in Südamerika. Ja, sehr gut drauf, oder? So, meine Damen und Herren, jetzt, wo wir gerade dachten, wendet sich das Blatt? Nein, doch nicht. Passen Sie auf jetzt, was jetzt passiert. So viel Geld. 25.000 Mark. Katja. Ja, riesig. Kurz durchatmen oder weiterspielen? Oh ja, was ist denn die nächste Kategorie? Politik. Oh. Ja. Oh. Oder hat der Moderator gerade sein Ding ausgepackt? Vergessen Sie es, habe ich nie gesagt. So, geht aber noch weiter. Ja, jetzt freut sie sich, glaube ich, wieder, oder?
ich will jetzt keinen Familienstreit darauf beschwören, aber Katja, die Entscheidung ist. Nee, 56.000 Mark, das ist mehr, als ich mir überhaupt erträumt habe. Die nehme ich gern mit nach Hause. Ich kann sie nicht umstimmen. So viel Geld, Wahnsinn. Nee. Selten hat mich eine Frau so angelacht. Und ich kann ihnen einen Wunsch eigentlich kaum abschlagen. Herrlich! Ja. Puh! Da hat sie aber Glück gehabt, dass das Spiel da zu Ende war, dass sie ausgestiegen ist, denn sie war schon kurz vor der Gesichtslähmung. Ja. Hat du fein gemacht, muss man sagen. Ja, wer macht eigentlich bei denen das, bei Sat.1 das Casting? Die Teletubbies oder wer? Ja, und aber wir fanden das so toll, ja, wir wollten Ihnen jetzt noch mal die besten Szenen der Performance von dieser jungen Frau etwas heroischer darbieten zur Musik von One Moment in Time. Schauen Sie sich das noch mal an. Wunderbar, oder? Wie hat Ihnen das gefallen? Eigentlich eine Nominierung wert, oder? Ja. Eigentlich wirklich eine Nominierung wert. Da müssen wir mal gucken, ob wir die junge Dame rausfinden. Dann haben wir, vielleicht kommt sie ja zu uns als Nominierte. Ich hätte auch gern mal so ein Lachen. Nur irgendwie, vielleicht kann man das mit Hilfe technischer Mittel erzeugen. Schauen Sie mal auf Ihre. Morgen nach dem Kampf. Weg damit! Ja. Oh. Meine Damen und Herren, wir hatten vor einer Woche, letzte Woche glaube ich, hatten wir einen Ausschnitt aus dem Glücksrad gezeigt und haben uns da auch gedacht, mein Gott, das ist doch eine Nominierung wert. Ja, und ich zeige Ihnen noch mal genau, um was für eine Aktion, es ist eine ganz kleine Aktion, um welche Aktion es sich gehandelt hat. Hier, schauen Sie mal hier. Und das frisch verliebte Paar, Lina und Tim, sind an der Reihe. Und was macht ihr denn 400? Ein S wie Siegfried, bitte. Ja. Ja, meine Damen und Herren, wenn das nicht eine Nominierung wert ist, so einfach sind wir gestrickt. Und deswegen nominiert für den Rat der Woche. Nominiert für den Rat der Woche für ihren tollen Auftritt beim Glücksrad ist Lina Annabel Lazar und heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Lina! Ja, herzlich willkommen, Lina Annabel Lazar! Nimm Platz! Danke. Ja, hast du denn wenigstens was gewonnen beim Glücksrad? Eine Uhr, die werde ich demnächst bekommen und die werde ich verkaufen, weil ich dachte mir so, da gab es nur Preise, die waren alles Schrott und ich dachte mir, die Uhr, das ist das Beste, was ich noch so verkaufen kann. Wie, die hast du noch nicht bekommen, die Uhr? Zwei bis vier Wochen nach Ausstrahlung, das heißt, sie müsste jetzt demnächst, vier bis acht Wochen, sie müsste demnächst kommen. Müsste demnächst kommen. War dir bewusst beim Glücksrad, dass man da an so einer Theke steht und sich vorne dann so, wenn man das Rad drehen will, runterbeugen muss? Hast du da vorher gedacht, gut, wenn ich da hingehe, da ziehe ich mir einen Rolli an? Oder? Also normalerweise gucke ich eigentlich nicht Glücksrad und ich hatte das irgendwie so vage in Erinnerung. Ja, ein Rad, man muss sich nach vorne beugen, aber ich hatte nicht gedacht, dass ich mich so weit nach vorne beugen muss. Ja. Und
Ja, jetzt ist das natürlich, sagen wir mal, für uns ein toller Blickfang gewesen. Ach, jetzt ist mir die Girls Camp CD runtergefallen. Kannst du mal bitte aufheben? Ja, danke. Was ist denn da alles drauf? Nee, sag mal, warst du alleine da beim Glücksrad oder hast du zusammen mit Freunden da gespielt? War das ein Bekannter von dir, der daneben stand? Das war mein Ex-Freund. Ach was? Weil das war er zu der Zeit noch dein Freund oder erst danach? Zu der Zeit war er noch mein Freund. Ach was, das ist gerade erst ja ein paar Wochen her. Nee, die sind ein bisschen langsam. Also 28. November hatten sie es aufgezeichnet. Ach so, das ist eine Doppel-CD. Ach, schade, ist mir die CD runtergefallen. Wieso musst du die Jacke ausziehen jetzt? Wegen dem Ton. Ach so, natürlich. Ja. Jetzt ist sie runter. Ja, gut. Okay. Danke. Ja. Ist das das Originalstück aus dem Glücksrad? Nee. Was du anders? Ach nee, du hast mehrere für verschiedene Sendungen. Bin fertig. Ja. War das dein erster Fernsehauftritt oder hast du schon mal vorher in einer Quizshow mitgemacht? Nee, ich will aber gerne bei Quizshows mitmachen. Also ich habe mich jetzt bei Wer wird Millionär und so beworben. Und? Weil es ist noch nichts gekommen, aber es ist auch noch nicht so lange her. Also. Was glaubst du, bis zu welcher Frage würdest du kommen? Hängt von den Fragen ab. Also ja, natürlich, ist immer so. Ja, also der Schwierigkeitsgrad nimmt ja zu bei Wer wird Millionär. Ist unterschiedlich. Manchmal weiß man die 32.000 Mark Frage nicht, aber dafür weiß man trotzdem irgendwie die Fragen 425.000 Mark. Das sind verschiedene Gebiete und jeder hat seine Spezialität. Lenkt das nicht ein bisschen ab von der Schule? Nee, also ich bin auf keinen Fall schlecht in der Schule und... Tatsächlich, was hast du für einen Notendurchschnitt? Soll ich jetzt wirklich sagen? Ja, sag ruhig. 13 Punkte. Was, 13 Punkte? 13 Punkte? Ja. Das ist aber sehr gut, oder? Ja. 15 ist doch 1. Plus. Ja, habe ich nie gehabt, deshalb weiß ich das nie so genau. hier, das wollte ich noch mal loslegen. Also immer wichtig, wenn du in Quizshows gehst, immer schön lachen. Wollen wir mal ein paar Übungen machen? Bist du fit? Machst du Sport? Ja, schwimmen. Schwimmen? Mhm. Was schwimmst du auf 100 Meter? Auf 100 Meter? Keine Ahnung. 200 Meter schwimme ich meistens. 200 Meter schwimmst du, okay. Lass uns doch mal ein bisschen Rumpfbeugen machen. Nein, wir haben keine Zeit mehr dafür. Ich bedanke mich, dass du zu uns gekommen bist. Ja, wünsche dir viel Glück. Ich freue mich, dass du den Spaß mitgemacht hast. Meine Damen und Herren, Lina Annabel Lazar aus dem Glücksrad. Ja. So. So, ich mach's einfach nur vorsichtshalber, meine Damen und Herren, falls mir was passieren sollte. Mein letzter Wille. Ich muss mal aufschreiben. Mein Testament. Falls ich morgen den Kampf nicht so richtig überstehen sollte, was machen wir denn dann? Also, mein musikalisches Talent soll Dieter Bohlen bekommen. Er bekommt, ich gebe ihm alle meine Akkorde. Ja, alle beide Akkorde. So, ja. Wahnsinn, Moment. Ja. So, bitte schickt meine Zähne zurück an die Porzellanmanufaktur Meißen. Ja. Sie sollen die schön anmalen und wieder in ein 120-tägiges Service zurück umbauen. So. Was noch? Mein exzellentes Namensgedächtnis vermache ich diesem Mann. Was? Wer bist du denn? Ja. So. Dies ist mein Wille. Ah,
Alles klar? So. Fertig, meine Damen und Herren. Ja, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass was passiert. Ja? Und wenn was passiert, kann ich ja immer noch bei Olympia Feuer anmachen. Oh, 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 oh. Oh. Ja, ja. So, meine Damen und Herren, Sie können jetzt abstimmen über denjenigen, der den Rat der Woche mit nach Hause nimmt. Heute schon, denn Sie wissen, morgen. So, und zwar hier nochmal für Sie alle Nominierungen. Und zwar hier als erstes unsere Montagsnominierung. Und wenn der die Hose aussieht, auf links ist er auch wieder rechts. Was? Probier's einfach. Amen. So die Abteilung. Mir gefällt mir aber. Soll eigentlich nur Spaß machen. Ja, unsere Nummer 1, Lissy Fritzenschaft, Modedesignerin ihres Zeichens. Unsere Nominierung vom Dienstag, Kai Böcking, dem eine Schildkröte über die Hände gepinkelt hat. Unsere ganz Nummer 2. Die Schildkröte, oder? Du, ich meine, was willst du machen? Ja, entweder den Mund runterhalten oder die Hand. Ja, also, bitte? Ja, mehr, hast du nicht, mehr Möglichkeiten hast du da nicht. Natürlich. Was hast du noch für Hobbys? Nein, aber ich fand eine sehr schöne Szene. Ich fand das klasse, weil man sieht auch mal, dass wir im ZDF auch lebende Sachen einfach in die Kamera halten. Ja, und nicht das nur ist immer überhaupt Leben beim ZDF. Ja. Ja, meine Damen und Herren. Oder sind Sie der Meinung, unsere dritte Nominierung, nämlich von heute, Lina Annabel Lazar, die haben Sie ja eben gesehen. Wer soll den Rab der Woche dieses Mal mit nach Hause nehmen? Stimmen Sie bitte jetzt ab. 1, 2 oder 3. Du musst dich entscheiden. 3 Felder sind frei. Und wenn Sie gedrückt haben, dann könnten wir unser Abstimmungsergebnis abrufen. Da bin ich mal gespannt, für wen Ihre Sympathie heute schlägt. Sagt man Sympathie schlägt? Nein. Schlägt? Ja. Morgen schlägt. Da wollen wir schauen. Spannend, 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 spannend. Wer ist Ihr Liebling diese Woche und soll den Preis mit nach Hause nehmen? Nein, tatsächlich haben Sie sich für Lina entschieden, meine Damen und Herren. Lina, vielleicht kann Lina noch mal. Ist Lina noch da? Kann Lina noch mal kommen? Lina, bist du da? Meine Damen und Herren, Lina! Da ist Lina wieder! Lina! Wow! Herzlichen Glückwunsch! Ja, du hast unser Publikum überzeugt und bekommst diesen wunderbaren Rat der Woche überreicht. Ja? Ich stelle ihn mal hier hin. Viel Spaß. Lina, dein Preis. Lina, meine Damen und Herren, Riesenapplaus. Lina. Danke. Lina, herzlichen Glückwunsch. Danke. Lina, meine Damen und Herren, danke schön. Wir müssen ein bisschen Tempo machen. Und damit Sie nicht denken, morgen, ich stehe das erste Mal im Boxring. Ich habe schon vor vielen Jahren einmal geboxt. Und in unserer Reihe Boxen mit Stefan möchte ich Ihnen das nicht vorenthalten. Wir haben tief im Viva-Archiv gekramt und haben für Sie ein legendäres Stück, ja, Scheiße möchte ich fast sagen, ausgekramt. Schauen Sie bitte meine erste Erfahrung mit dem Boxen. Und beachten Sie bitte die Frisur. Hallo, liebe Sportsfreunde. Heute bei Fit mit Raab eine Sportart, na, wisst ihr, um was es sich handeln könnte? Häkeln, genau. Und zwar sind wir heute hier in der Boxschule Brinkmeier in Köln und da schauen wir noch mal, ob ich hier noch was lernen kann. Ich als alter Boxprofi, ne? Das ist Horst Brinkmeier, was für ein Champion? Ich war 5-mal deutscher Meister. Oh. Berufsboxen. In was für einem Gewicht? Im Weltergewicht. Ah ja. Was ist jetzt das Wichtigste, was ich machen muss? Also den Sack treffen, also den Sack hier. Richtig. Nur, also nee, nicht schon, nur den Sack hier. Und was mich auch interessieren würde, warum umarmen die sich eigentlich manchmal immer? Ich will ja, immer Boxen sehen, dann kommt der eine, rein, nimmt den so in den Arm, ja, und dann genau, halt so ja, fest und dann haut ihn immer hier hinten drauf. Das ist wahrscheinlich eine Konditionsschwäche. Also Konditionsschwäche. Oder im Unvermögen. Normal und gute Boxer umarmen sich eigentlich weniger. Ja. Gut, also das Wichtigste haben wir jetzt schon mal. Und jetzt geht's auf zum Kampf. Ja? Okay.
Damen und Herren, meine erste Erfahrung mit dem Boxen. Ja. Und morgen, wissen Sie, wird es ernst. Ja? Morgen verpassen Sie das nicht. Live hier bei ProSieben TV Total Boxen extra 22.15 Uhr. Und morgen Abend werden wir es wissen. Es ist kein Spaß. Ich sag's Ihnen nochmal. So, und jetzt direkt nach uns kommt jetzt die große ProSieben-Reportage. Heute Los Angeles, Leben am Limit. Und da wollen wir mal schauen, was es da gibt. Ich schaue es mir auf jeden Fall an. Schalten Sie morgen wieder ein, denn morgen ist die Stunde der Wahrheit. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.